Hallo meine Lieben, heute habe ich ein ganz schnelles Glasdessert mit Erdbeeren und Jogurette für euch. Los geht's jetzt mit den Zutaten und der Zubereitung und die Mengenangaben, die findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir brauchen einen Joghurt mit mindestens 10% Fettanteil, also ganz wichtig. Weiter geht es mit Mascarpone, ihr könnt aber auch Schmand oder Frischkäse nehmen. Gewürfelte Erdbeeren habe ich hier. Zucker, Vanillezucker und wir brauchen natürlich Jogurette, die habe ich mir hier so in, kann man Scheiben sagen, in Scheiben oder kleine Stücke geschnitten. So, dann werden jetzt erstmal Joghurt, Mascarpone und Zucker miteinander glatt gerührt. Dann schnappt ihr euch eure Dessertgläser. Meine hier sind relativ klein. Erst einmal kommen bei mir die Erdbeeren hinein, dann etwas von den Jogurette-Stückchen. Die Joghurtcreme wird darüber verteilt und dann könnt ihr noch dekorieren, wie ihr wollt. Zum Beispiel mit Jogurette, mit Erdbeeren, mit Schokostückchen. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass Backkakao darüber ganz gut schmeckt, also wie bei so einem Tiramisu. Ihr könnt das Dessert sofort verzehren, es muss nicht warten. Ich würde es nicht einen Tag vorher schon zubereiten. Die Erdbeeren werden sonst echt wässrig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr das Rezept mal ausprobieren solltet, schickt mir gerne eure Bilder mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram und dann hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!